Ich erkläre das Thema Schrägbilder und habe mir zuerst das Foto von einem Würfel hier angezeichnet, der Würfel. Die haben hier, in Wirklichkeit sind es 4 cm, das ist so ein Holzbaustein. Und wenn ich mir die Kanten von dem Foto anschaue, dann kann ich die hier verlängern. Und dann fällt auf, dass diese Kanten, die in Wirklichkeit natürlich parallel sind, das ist ein ziemlich exakter Würfel, dass die auf dem zweidimensionalen Bild nicht parallel sind. Ich kann das auch ein bisschen verkleinern und dann kann ich hier feststellen, ja, ich kann es hier beliebig verlängern, die treffen sich in einem Punkt. Ja, der ist ein bisschen schräg daneben, genau. Also die Kanten hier alle ungefähr in einem Punkt. Und das funktioniert auch mit den Kanten. Jetzt sind jetzt bei mir die roten Kanten. Also die Kanten, die in Wirklichkeit parallel sind, sind auf dem Bild nicht mehr. Brauchen wir mehr Platz. Ja. Genau, das geht. Ungefähr so. Und sogar, ich habe hier unten diese hier. Die würden sich auch irgendwo in einem Punkt treffen. So ist es in Wirklichkeit und das ist wunderschön, aber für eine technische Zeichnung zu kompliziert. Da hätte man es gern einfacher. Bei einer technischen Zeichnung geht es darum, ganz simpel das Werkstück darzustellen, sodass jeder versteht. Hier habe ich jetzt den Würfel anders hingelegt. Das heißt, jetzt ist der Würfel besteht aus lauter Quadraten und die Vorderseite schaut auch wirklich sehr quadratisch aus. Also ich habe jetzt wirklich hier die 90-Grad-Winkel und die Seiten sind alle ungefähr gleich lang. Die Seite da hinten ist zwar kürzer, aber zumindest parallel und ich habe an der Stelle wieder da treffen die sich dann wieder in einem Punkt. Ein bisschen mehr Platz, so genau. Und das ist kein Schrägbild, das ist alles so eine Zentralperspektive. Ich habe hier also einen Punkt Z und dann läuft alles drauf zu. Schön, ja, ich möchte es noch einfacher, viel einfacher und deswegen lege ich den Würfel jetzt so hin. Und ich nähere das jetzt an. So liegt er da. Ich habe kein Quadrat, aber ich hätte gerne ein Quadrat. Und ich habe die Seiten, die in Wirklichkeit parallel sind, also die rote Seite und die sind auf dem Bild nicht parallel, aber die hätte ich gern parallel. Und wenn ich das mit Gewalt mache, dann bekomme ich eben ein Schrägbild. So ist die Idee. Wichtig ist bei dem Schrägbild, ich habe hier so einen Winkel. Man nimmt gern 45 Grad, es können auch 30 Grad sein, das ist immer der gleiche Winkel. Wenn die Seite hier 4 cm ist, Moment, hier, also hier habe ich 4 cm zurück, so. Dann ist die rote Seite zwar in echt natürlich auch 4 cm, erscheint aber verkürzt. Jetzt mache ich es ein bisschen sauberer. Also der 4 cm. 1, 2, 3, 4, genau. 1, 2, 3, 4. Hier, das ist mal die Vorderseite. Da sind wir. Das Quadrat des Winkels, also die Vorderseite, ist unverzerrt eine echte 4 cm Seite. Gut, die rote Seite, die geht nach hinten, die wird verkürzt. Ein Trick wäre, die Diagonalen zu nehmen. Also ein Zentimeter sind ja zwei Kästchen. Jetzt nehme ich die Diagonale. 1, 2, 3, 4 Diagonalen ist kürzer als 4 Zentimeter. 1, 2, 3, 4. Ich kann fast beliebig verkürzen. Bei manchen Aufgaben ist es vorgegeben. Ihr müsst so und so verkürzen. Jetzt mache ich alles mal schwarz, damit es schön ausschaut. So. Und schon steht der Würfel da. Genau. Und das ist eben eher nicht so künstlerisch, aber eher so eine technische Zeichnung. In der Mathematik hätte ich auch gern die Kanten gezeigt, die versteckt sind. Die Idee des Würfels. Und wichtig ist aber, dass man alle Kanten, die man offiziell nicht sieht, immer strichelt. Gut. Und was war wichtig? Also in dem Fall habe ich hier die 45 Grad. 4, 5 Grad und bei manchen Aufgaben kann es weniger sein. Und hier habe ich eine Verkürzung. Und es sind eben, also alles, was in echt parallel ist, muss auch auf der Zeichnung parallel sein. Also die hier sind parallel. Und
Und die blauen sind parallel, die sind in Wirklichkeit parallel. Und natürlich, was habe ich noch? Und dunkelblau, die sind auch parallel. Ja, und dann ist es hübsch. Gut.